Heute ist Christi Himmelfahrt und ich mache eine Radltour mit grobem Ziel. Mein Ziel ist der Weltwald in der Nähe von Freising. Das ist also bis dahin sind es ungefähr 30 Kilometer von da aus. Und ich habe auch vor, heute einmal zum Übernachten. Ich habe keine Zeit dabei, sondern nur einen Schlafsack und eine Tarp. Da werde ich mich irgendwo ins Gelände hauen. Und dann morgen fahre ich dann wieder heim. Das ist der Oberschleißheimer Sportflughafen. Da fliegen die Segelflieger und auch die Motorflieger. Starten da. So viel ich weiß, kann man sich da auch Rundflüge mieten. Da fliegt man dann von da aus Richtung Alpen und wieder zurück. Am Oberschleißheimer Flughafen dürfen Rundflüge nicht aktiv angeboten werden. Falls man vorhat, einmal mit einem Motorflieger oder Segelflieger mitzufliegen, kommt man am besten vorbei und fragt einen Piloten oder den Flugleiter. Das ist, das ist die Flugwerft vom Deutschen Museum. Das ist die Flugwerft vom Deutschen Museum. Schloss Schleißheim. Das Schleißheimer Schloss besteht im Grunde genommen aus drei Schlössern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Hier das neue Schloss, gegenüber ist das alte Schloss und am Ostende vom Park ist das Schloss Lustheim. Eine freilaufende Bio-Hühnerfarm.
bin jetzt also da im Weltwald, in der Nähe von Freising. Das Areal von dem Weltwald ist ungefähr 100 Quadratmeter groß. Und da sind, das ist noch Themen geordnet. Es sind natürlich nur hauptsächlich Bäume gepflanzt, die winterhart sind. Weil so richtig exotische Bäume, die werden da nicht überleben. Ein amerikanischer Tulpenbaum. Schaut irgendwie total unscheinbar aus. Naja, durch den Weltwald bin ich jetzt auf jeden Fall durch. Und jetzt fahre ich mal Richtung Freising. Eigentlich wollte ich in Freising mir die Altstadt ein bisschen anschauen, aber dann habe ich das gesehen. Und dann hat sich die Sache für mich wieder erledigt. Drehe ich gleich um und fahre wieder raus aus der Stadt. So, jetzt bin ich wieder außerhalb von Freising. Ich fahre jetzt da Richtung Zolling, habe mir jetzt halt einfach noch die Radlschüttel gekriegt. Und da geht es jetzt durch so einen sogenannten Walderlebnispfad durch. Ja, da bin ich jetzt bei der Plantage gelandet. Die Plantage, die kennen wir ja noch von früher, da waren wir ja schon ein paar Mal im Biergarten. Der Spielplatz hat sich auch ein bisschen verändert. War früher mal so ein eine Rolle da zum Runterrutschen. Da habe ich jetzt gerade meine Wasserflaschen aufgefüllt. Friedhöfe sind mittlerweile für mich eine ganz sichere Wassernachschubquelle. Das habe ich jetzt schon gelernt. Da gibt es eigentlich immer ein sauberes Wasser. So, ich habe jetzt da in der Nähe von Zolling mir da in einem Waldstückel einen Platz rausgesucht, weil ich werde heute nicht mehr heimfahren, ich übernachte heute da
Da hinten ist ein Jägerstand. Ich denke jetzt, wird jetzt nicht gerade Jagdzeit sein, beziehungsweise falls, also da ist jetzt auch keiner drin. Ach, da bauen wir jetzt einen schönen Platz und dann spanne ich mal Tab. Weiß jetzt auch noch nicht, wie ich das genau mache, aber irgendwie werde ich das schon hinbringen. So, mein Shelter ist fertig. Das ist, hat eine Zeit lang gedauert. Ich muss schon sagen, wenn du so leicht unterwegs bist und nur eine Plane dabei hast, ist zwar recht schön und gut, weil du nicht viel Gewicht hast, aber das Aufbauen von einem Shelter, das nimmt doch relativ viel Zeit in Anspruch. Und es ist gar kein Vergleich zu einem Zelt. Der Zelt ist es tausendmal besser eigentlich. Es ist viel schneller aufgebaut und bist viel besser geschützt. Und ja, es ist halt schwerer. Aber es gibt auch eine relativ leichte Zelte schon. Also zum Ausprobieren mal gar nicht schlecht, dass man mal weiß, wie das funktioniert. Ich hoffe das heute auch. Es ist also ganz simpel gemacht alles. Also einfach da eine Ausgabe ineinander, ein paar Schnüre hin. Und da habe ich, da war so ein Zaun vorn. Da waren drei so Latten schon vorgefertigt, die habe ich einfach hergenommen. Und ja, und dann Querstangen noch hin. Und fertig ist die Chose. Ja, also. Also einen Sturm darf es nicht aushalten, aber einen Regen hält es bestimmt ab. Und es ist ja, so, also ich habe ja sogar noch einen Biwaksack dabei, falls jetzt wirklich arg regnet, dann kann ich mir auch noch einen Biwaksack rein verkriechen. So, jetzt machen wir was zum Essen und einen Tee und dann schauen wir mal. Also jetzt ist halbe neun,
Und in ungefähr einer halben Stunde wird es dunkel werden. Und ich habe mir jetzt noch mal noch Nudeln gemacht. Mit meinem Hobokocher. Und dann haben wir noch einen Tee gemacht. Und jetzt werde ich dann noch Zähne putzen und dann wird es schon langsam, werde ich dann meinen Schlafsack ausrollen. Bin ja gespannt, wie ich da heute schlafe, da draußen. So, jetzt ist es dunkel geworden. Ich habe mich jetzt direkt gleich in den Schlafsack und in den Biwaksack reingehaut. Weil das ist halt einfach, wenn es angenommen ist, es gibt den rechten Tau, dann ist der ganze Schlafsack nass. Naja, gut, im Biwaksack werden wir wahrscheinlich auch vom Schwitzen schon allein nass, aber zumindest schützt er mich von außen ein bisschen. Naja, dann schauen wir mal, wie ich da schlafen werde. Ja. Wie habe ich geschlafen? Das macht man heutzutage so. Da fragt man die Uhr, die Smartwatch, die weiß, wie ich geschlafen habe. Schauen wir jetzt gleich mal, was die Smartwatch sagt, wie ich geschlafen habe. Ich habe 7 Stunden 13 Minuten geschlafen. Aha. Und tatsächliche Schlafzeit 6 Stunden 42 Minuten, wach 26 Minuten, REM-Schlaf 1 Stunde 27 Minuten, Leichtschlaf 4 Stunden 9 Minuten, Tiefschlaf 1 Stunde 1 Minute. Blutsauerstoff beim Schlafen unter 90%, 0 Sekunden. Minimum 90%. Keine Schnarchdaten. Naja, ist auch was gut. Geschnarcht habe ich jedenfalls nicht. Sagt meine Uhr. So schaut es aus. In der Nacht, da hört man aber die Schreie von den Rehen, von den Rehbeck. Jetzt gerade wieder. Ich weiß nicht, ob man das auf dem GoPro hört. Ja, jetzt werde ich dann zum Bocker. Und dann das ist krass, wie die Rehe da schreien. Thank you.
Ja, ich bin jetzt am Domberg in Freising und das ist jetzt scheinbar erst einmal ein riesen Baustein. Da ist alles eingerüst. Ja, da kann man jetzt halt eigentlich nicht viel machen, außer dass man kurz einmal einen Blick in die Landschaft macht. Unten ist die Moosach, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da geht's aber.